Moin, willkommen zu einem anderen Video. Es hat zwar was mit dem AROX zu tun und auch mit dem LKW-Bau, aber wir gehen mal das Thema an. Fernsteuereinheit, also Fernsteuerung bei der MFC-Einheit. Also die MFC-Einheit von Tamiya ist ja die Multifunktionseinheit, die Vibration, Beleuchtung, Sound und hier und da Funktionen ausführt, um den LKW Leben einzuhauchen. Aber die Frage ist, was für Fernbedienungen soll man denn benutzen? Muss das eine Carson-Fernbedienung sein? Kann es was anderes sein? Sind die Carson, ist das sinnig damit? Zum Thema MFC werde ich am Ende, also ihr habt das Video jetzt eingeschaltet wegen dem Titel, wegen Fernbedienung MFC-Einheit, nicht weil ich ein bisschen über die MFC erzählen will, aber am Ende des Videos werde ich nochmal was zu MFC sagen. Meine Meinung dazu und auch Empfehlung, wer sich die überhaupt kaufen soll. Aber jetzt zum Thema Fernsteuerung. Also bekannterweise kennen wir ja zwei Arten von Fernsteuerung beim RC-Modellbau. Wir haben hier eine Pistolenfernbedienung. Ne? Hier ist Gas und eine Hand ist gut. Und hier an dem Rad können wir lenken. Da haben wir noch diverse Knöpfe. Das ist eine 7-Kanal. Wir haben hier einen 3-Wege-Schalter, 2-Wege-Schalter, Taster. Also wir könnten eigentlich Funktionen von LKW jetzt steuern. Mit dieser Fernbedienung könnte man auch einen LKW bewegen und fahren, wenn man keine MFC drin hat. Der MFC braucht definitiv 4 Richtungsanzeigen. Also ne, Steuerkreuz, oben, unten, links, rechts und das mal 2, weil sonst funktionieren einige Funktionen nicht bei der MFC. Deswegen sowas MFC, nein. Wir brauchen eine Knüppelfernbedienung. So, sowas nehme ich in dieser Art. Ne? 2 Knüppel. Dazu kommen wir aber gleich. Ich habe angefangen mit der MFC-Einheit und mit dem LKW-Modellbau mit einer viel zu großen Fernbedienung. Und zwar habe ich mir direkt von Carson die Reflex-Stick, heißt die, glaube ich, Reflex-Stick LCD 14. 14-Kanal-Knüppelfernbedienung habe ich mir gehört. 14 Kanäle sind zwar ganz gut, wenn man ein Modell hat mit extrem viel Funktion. Also eher so in Richtung Bagger eigentlich, aber nicht für einen LKW, die ich aber klobig groß, ich blende mal ein aus meinen alten Videos, wo ich die verwendet habe. Und was mich genervt hat, man muss ja, um einige Funktionen bei MFC nutzen zu können, die Trimregler verändern und verschiedene Joystick-Kombinationen ausführen, damit so Sachen wie Beleuchtung, Hupe, etc. pp, Warnblinker, etc. pp, eben funktionieren. Und das fand ich ein bisschen nervig. So. Und dann habe ich weitergeguckt und habe dann von Carson die K.O. Propo, ja, sie heißt Propo, MC8 gefunden. Das ist eher so, ein, es wirkt eher wie so ein Blazy oder ein Itspots Controller. Die Reflexstick 14 kostet 140 oder 150 Euro, ist also nicht mal so günstig. Man hat hier so schön 2 Griffe. Wir haben 2 Joysticks. Ne? 2 Joysticks. Das hier oben ist nicht dabei. Das muss man extra kaufen, um, das sind ja diese Expansion Keys, damit man Funktionen in der MFC direkt ansteuern kann, ohne Trimregler verstellen, ohne irgendwelche Joystick-Kombination, nur mit Tastendruck. Fand ich eine wahnsinnig coole Idee. Wie man hier sehen kann, hier kann man Licht einschalten, hier Warnblinker, hier kann man zwischen Hupe und Support-Legs, also hier wäre Hebeeinheit für den Kipper ändern. Hier kann man nochmal Blinker ändern, also welche Blinkerart man haben will. Horn, man hat ein City-Horn, normales Horn kann man einstellen. Hier kann man den Motor abschalten. Oh, Pui, Heat. So. Dann haben wir, das sind die anderen Funktionen hier oben. CG, CH, das sind diese Schultertasten.
Das kann man nicht direkt lenken und blinken. Lenken und blinken. Und Lichthupe machen. So, das ist alles belegt. Ist eine 8-Kanal Fernsteuerung. Eigentlich ganz cool. Das Problem ist nur, also nutzt man nur die MFC, ist das Ding super. Es ist auch noch ein Aufkleber dabei für die MFC 1 oder 2, keine Ahnung. Da ist auch ein anderer Aufkleber dabei. Nutzt man nur die MFC Original, ist das Ding super. Will man aber was anschließen als Erweiterung, hat man ein Problem. Denn es ist zwar eine 8-Kanal-Fernsteuerung, aber alle Kanäle und so sind schon belegt. Und wir haben auch keine Schalter, sondern nur Taster. Die einzigen Kanäle, die frei sind, ist 7 und 8. Und das sind die hier. Wenn man hier reindrückt. Hört ihr? Und damit kann man leider nicht viel anfangen. Ich habe ja versucht, hiermit meine Rundumleuchten zu steuern. Die funktionieren auch, wenn man drückt. Aber wenn man loslässt, gehen sie aus. Und das ist nervig. Und man kann es nicht erweitern. Wir haben hier keinen Schalter, man kann nichts erweitern. Schwierig. Dieses Ding kostet, glaube ich, 69 Euro und das Expansion Pack auch noch 30. Also umgedreht ist man hier bei 100 Euro. Also eine wunderbare Sache für Leute, die nur die MFC nutzen. Auch mit Hebeeinheit oder Support Legs funktioniert sie ja. Aber sobald man was weitermachen will, wie gesagt, in Form von Beleuchtung und sonst was, ist man da leider aufgeschmissen. Habe ich weitergeguckt, weil ich ja unbedingt die Rundumleuchten anhaben möchte und auch vielleicht später noch anders sah. Ich denke zum Beispiel dran, Fangmaul, also hinten Anhängerkupplung, will ich über ein Servo öffnen und schließen. Gut, könnte man hier bei der Taste, Zugmaul öffnet sich, Taste los, Zugmaul geht zu. Würde noch funktionieren. Aber man weiß ja nicht, was noch kommt. Bei meiner Suche bin ich dann auf diese Fernsteuerung gestoßen. Die Smart, muss ich ablesen, Smart SX Flats von Multiplex. Ein deutscher Hersteller. Von der Form auch ganz cool. Ähnelt auch der MC08, also wie so ein Joypad. Ähnelt. Hat ein ID-Verfahren, sprich erkennt selber die MFC und weiß dann, das ist eine MFC. Also kann man die Funktion steuern. Da gibt es auch ein Aufkleber-Set, den man sich holen kann extra, sodass dass die Funktion auch gesteuert werden. Bei dieser Fernsteuerung handelt es sich auch um eine 8-Kanal und 6-Kanal-Empfänger. Das Problem ist nur die Erweiterung. Und zwar, um sie zu erweitern, die hat so ein Bus-System, müsste man so ein, ja, wie soll man es beschreiben, Erweiterungsmodul anstecken an den Empfänger, weil es gibt keinen Empfänger mit mehr Kanälen. Also irgendwie, die Fernsteuerung kann zwar mehr Kanäle, aber es gibt keinen Empfänger von denen mit mehr Kanälen. Und dieses Erweiterungsmodul, weil es dafür gibt, um eben noch Sachen anzuschließen, das gibt es seit 2,5 und 3 Jahren nicht mehr zu kaufen. Und der Hersteller hat es auch nicht mehr neu aufgelegt. Sprich, dann war diese Sache leider auch durch. Diese Fernsteuerung wurde im Truck und Details Magazin vor, ich muss gerade gucken, 9 Jahren vorgestellt. Video ist unten in der Beschreibung, kann sich mal angucken. Die Steuerung kann man noch immer kaufen, man kann auch immer alles kaufen. Preislich müsste ich jetzt einblenden, aber die war, glaube ich, teuer. Ja, aber bringt ja nichts, wenn man damit auch nur dasselbe wie mit der MC8, wenn man dasselbe nur wie mit der hier machen kann, bringt es ja nichts. So, gut. Also weiter gucken. Dann habe ich mal ein bisschen bei YouTube angegeben, einfach MFC3 und Fernsteuerung oder Remote Control. Und ja, wie soll es anders sein? Also amerikanischsprachige Seiten, da habe ich was entdeckt und was gefunden. Und zwar ging es dort um eine relativ günstige Knüppelfernsteuerung, die man programmieren kann. Das ist auch die Sache, diese Funktion, die der MFC kann, werden ja eigentlich auch die Trimregler, dass zum Beispiel 100% auf 75% Trimregler steht, je nachdem weiß er, welche Funktion er ausführen soll. Das kann man aber mit so einer Knüppelfernbedienung programmieren, kann einprogrammieren, ohne dass man, also in dem Sinne,
wie das hier mit den Knöpfen. Nicht ganz so komfortabel. Man hat jetzt nicht nur einfach Knöpfe, aber die Funktion kann man damit einstellen. Und da war sehr häufig, ich muss jetzt immer ablesen, weil ich kann schon nicht merken, und zwar von FlySky, die FS-I6-IT. Als Fernsteuerung, kostet 60 bis 70 Euro, ganz günstig, war häufig erwähnt und in Filmvideos wurde sie auch verwendet und zwar erfolgreich. Die Fernbedienung ist eigentlich für Quadcopter, Helikopter, Flugmodelle eigentlich gedacht, deswegen heißt sie auch FlySky. Ein chinesischer Hersteller, aber sie scheint sehr beliebt zu sein und funktioniert auch bei den Trucks. Da einige Videos drüber sehen, auch ganz interessante Fernsteuerung. Da muss man ein bisschen drauf achten, man kriegt die Fernsteuerung nur ohne dieses zentrale Rückstellung. Also müsst ihr euch vorstellen, aber das braucht man. Hier, wenn man den Knöpfe bewegt, geht er immer in die Mitte. Ist bei Flugmodellen nicht erwünscht. Oder wäre bei Flugmodellen tödlich. Da ist das nicht, aber der Umrüstsatz auf dieses Zentrallock, keine Ahnung, auf diese zentrale Zurückstellung, wenn man es so nennen will, dieses Kit liegt dabei. Also man kann es einbauen, es ist euer Wunsch von Hersteller, sprich eure Fernsteuerung öffnen und es einbauen. Das geht. So, dann habe ich ein bisschen weiter geguckt, war ich kurz davor, mir diese Fernsteuerung zu holen und dann habe ich gesehen, oh, es gibt Nachfolger und die funktioniert auch ganz gut. Und zwar die FlySky FSI6S. Der Unterschied zu der ITS ist, die S hat direkt 10 Kanäle, kann also mit 10 Kanälen arbeiten, die anderen nur mit 6 Kanälen. Sie hat keine Knöpfe fürs Menü, sondern ein Touchscreen und wirkt allgemein so ein bisschen aufgeräumter auch und moderner als die alte. Beide haben dieselben Empfänger, beide haben 6-Kanal-Empfänger dabei. Schelm, wer Böses denkt. Da ist ein 6-Kanal-Empfänger dabei, die Fernsteuerung hat 10 Kanäle. Es gibt einen 10-Kanal-Empfänger von dem Hersteller, die kostet 30 Euro. Die Fernsteuerung, also die FlySky FSI6S, die ich jetzt habe, kostet 99 Euro, also 80 bis 90 Euro, je nachdem, wo man den jemand kriegt. Finde ich okay. Fernsteuerung ist auch so ein Thema, was ich sagen wollte. Man kann sich natürlich eine Futaba oder wie die heißt, whatever Fernsteuerung holen, die auch man programmieren kann für 400, 500, 600 Euro. Die kann vielleicht ganz tolle Sachen, aber weiß ich nicht. Vielleicht ist es dann interessant, wenn man mal kein MFC benutzt, sondern ein Servonaut oder Bayer-Modul oder sonst was. Vielleicht braucht man dann so eine Fernsteuerung. Aber ich glaube, im LKW-Funktionsmodellbereich, wo alles langsam abläuft, dann braucht man auch keine Heat-Tech-Fernsteuerung für 500 Euro. Das ist schon ein bisschen extrem. So, und hier ist das gute Stück. Als ich die bekommen habe, war dieses Self-Center direkt schon drin. Dabei kriegt man aber auch den Umrüstsatz. Also es ist einfach nur so eine Klammer mit zwei Schrauben. Man muss da die Feder dann rausnehmen, damit das nicht mehr so ist. Dabei ist dieser 6-Kanal-Empfänger. Und da ich überlegt habe, weiß nicht, ob das passt und ich vielleicht noch ein paar andere Sachen haben wollte, habe ich da direkt eine Boost-Erweiterung gemacht, also nochmal 4 Kanäle, so dass wir alle 10 Kanäle nutzen können. Weil dieses Erweiterungsmodul kostet nur 10 Euro und nicht 30 Euro wie der Empfänger. Natürlich, das ist, nimmt jetzt ein bisschen Platz weg. Wer sich wundert, 2 Antennen, ja, da es ja für Flugmodelle ist, sind da Sicherheitssysteme drin. Und deswegen haben wir hier 2 Antennen. Und die Fernsteuerung hat auch 2 Antennen. Also, wir haben immer Kontakt zu unserem Modell. Die Verkabelung ist auch ganz easy. Also Kanal 1 ist J4, dann J6, J5, J7. So muss es angesteckt werden. Den Schaltservo habe ich jetzt nochmal einzeln angeschlossen. Und wo haben wir die denn? Ein paar Lavalampen hier. Die kommen auf den letzten Kanal. Dann haben wir alle Kanäle belegt. Warum ich die Schaltung extra angeschlossen habe, erkläre ich gleich.
Und ja, ich klemme mal eben noch das Ding hier an. Ne, warte mal. Ich zeige euch noch was anders. Und dann klemme ich die paar Lavalampen da an und dann machen wir es an und dann zeige ich euch das. Toll, wa? Wichtig ist, bevor ihr hier rumrudert, müsst ihr die synchronisieren mit MFC. Ich habe es vorher gemacht, bevor ich hier programmiert habe. Dann hat bei mir manche Funktion nicht funktioniert. Da habe ich, nachdem die Fernsteuerung programmiert war, das nochmal ausgeführt und dann funktioniert es. Deswegen kann ich euch das nicht sagen. Ich würde sagen, programmiert erst die Fernsteuerung und dann führt das aus. Aber da ich jetzt das Fahrhaus aufsetzen will, zeige ich das eben. Und zwar müssen wir diesen kleine Taste, die hier drauf ist. Hier ist eine kleine, süße Taste hier unten, schwarze. Seht ihr die über die blauen Dingern? Schwarze Taste. Die müssen wir gedrückt halten. Dann schalten wir sie ein, weil dann löschen wir jede Synchronisation. Das ist wichtig. Erstmal löschen. Und Fokus wäre auch wichtig. Kamera. Nachdem wir das gemacht haben, lassen wir die MFC an. Drücken die schwarze Taste nochmal für ein paar Sekunden und dann blinkt ganz hektisch diese Lampe. Und jetzt müssen wir ganz einfach nur noch, gehen wir hin, während das hektisch blinkt, hoch, runter, rechts, links, hoch, runter, rechts, links. Macht das vorsichtig, lasst ihr nicht so los oder so, das, dann verstellt sich das. Wenn ihr das gemacht habt, also hoch, runter, rechts, links, hoch, runter, rechts, links. Drückt ihr einmal wieder diese schwarze Taste, wenn mein Getränk nicht im Weg ist. Und dann ist sie synchronisiert und die Wege der Knöpfe sind synchronisiert. Und dann funktioniert das auch. Dann könnt ihr sie programmieren. So, es scheint zum Einschalten muss man beide Tasten drücken. Abgefahren, wa? So, jetzt jammert er, weil es müssen alle Schalter in Neutralstellung sein. Das hat was, damit das Flugmodell nicht einfach wegfliegt. So, cool ist, wir sehen hier oben TITS, dass ich die Batterie, also wie viel Batterie in der Fernsteuerung ist. Und hier runter, wenn dann der Empfänger eingeschaltet ist, sehen wir auch, wie viel Strom noch im Akku ist. Ganz cool, so, ist für ein Flugmodell natürlich wichtig. Und eine Sache, was ich jetzt auch noch eben schnell zeigen will, wir haben USB-Anschluss und das, man kann mit der Fernsteuerung auch Simulatoren bedienen, Flugsimulatoren am Computer. Aber wir können es auch updaten. Aber letztes Update ist von April 2020 und ich vermute mal nicht, dass da noch was kommen wird. Egal. Nehmen wir mal Tastensperre raus. So, wir haben hier Funktion und System, was man hier einstellen kann. Ne? Sound, Firmware Update. Ne? Aber wir haben Function. So ein Function, ist als Englisch, der eine oder andere wird da vielleicht Probleme haben, aber da muss man sich durchkämpfen. Und zwar gehen wir auf Wait It's Per Switch. So, jetzt können wir hier den Schalter auswählen. SWA, Schalter A. Man kann hier auswählen. Ne? Warum müssen wir einen Schalter auswählen? Das wende ich der hier on. Und zwar müssen wir ja diese Trim-Funktion simulieren. Und die kann man eben über diesen Schalter dann simulieren, weil das auf die Kanäle, die wir nachher einstellen, dann Auswirkungen hat. Also, das müssen wir einstellen. Das ist ein ganz einfach, was wir jetzt gleich machen müssen. Jetzt müssen wir ja die Kanäle einstellen. Und zwar gehen wir auf Red It's Pure. Und zwar haben wir hier Kanal 1, der ist auf 100%. Wir müssen Kanal 2, Channel 2, auf 75 stellen. Also hier, hoch und runter kommen wir auf 75 stellen. Kanal 2 und Kanal 4. Denn das sind diese Kanäle, ne? Die dann Auswirkungen haben, wenn wir nämlich den Schalter so lassen, haben wir 75% Trimmung. Machen wir den Schalter so, haben wir 100. Siehst, das verändert sich sogar jetzt hier. Da gehe ich in von normalen Sportmodus. Das brauchen wir, um die Sonderfunktion zu starten. Ich verstehe es jetzt nicht so viel, weil es funktioniert. Ja, ich bin froh, dass es funktioniert. Jetzt müssen wir die Schalter einstellen. Und zwar gehen wir auf Aus-Channels. So, Kanal 5. Also es fängt bei 5 an.
Anna vier Kanäle sind nämlich, das hier ist ein Kanal, links, rechts, nach oben, unten ist ein Kanal, das ist ein Kanal, das ist ein Kanal. Das sind die vier Kanäle schon. Ich fange mit 5 an. Auf Kanal 5 habe ich Switch C. Also man kann hier auswählen, Switch A, B, C, D. Ne? Kann man hier auswählen. Die Knöpfe 5. Und zwar ist das der hier. Der 3 Stufen. Ich habe darüber das Getriebe. Warum? Wir wissen alle, wenn wir ja die Fernsteuerung, hier ist Lenkung, hier ist Gas und hier ist die Schaltung. Und wie nervig ist es doch die ganze Zeit gewesen, wir fahren, dann müssen wir hier rüber, weil wir schalten, dann ist dann der, mit dann der Gang und der Gang. Und wir müssen halt festhalten, das ist nervig. Mit dem Schalter, ne, bleibt er in den Gang, bleibt in den Gang, bleibt in den Gang. Finde ich tausendmal geiler. Wir haben jetzt nicht dieses fancy Schaltgeräusch, aber man kann ja drücken und einmal rüber, man hat mal das Schaltgeräusch. Wenn es möchte. Ja, dann habe ich noch Kanal 6, Switch D. Das ist der hier oben. Da sind die Palaverlampen, also die rundum leuchten dran. So. Und dann haben wir noch Kanal 7, 8, 9 und 10. Die sind noch nicht drin. Weil ich vergessen habe zu sagen, no, man kann natürlich nicht nur Schalter hier, Schalter auswählen. Ne, wir haben ja 5, 6 Schalter, 7 auf Schalter B, 8 nichts. Also was ich sagen wollte, ist, wenn man hier auf dieses Schalter-Symbol klickt, kann man auswählen, ob man Key, Taste, V, R, It, das sind hier oben so, die zeige ich gleich, wenn ich auch vergesse zu zeigen. Oder ein Switch auswählt. Als Beispiel könnte man sagen, man nimmt jetzt Kanal 7, habe ich ja jetzt B, den dreistufigen. Jetzt nehmen wir mal Kanal 8, hat nichts. Dann nehmen wir einfach Key und sagen Key 1. Ne? Das wären hinten auf der Rückseite diese beiden Tasten. Ja? Da könnte man zum Beispiel das Fangmaul drüber machen. Des Weiteren habe ich vergessen zu zeigen, wir haben noch zwei weitere Tasten und wir haben hier oben diese Rädchen. Die kann man in einer Richtung und in die andere Richtung drehen. Gehen auch immer wieder zurück in der Mitte. Da können wir automatisch das Zugmaul drüber machen, also auf, zu, auf, zu. Das war's schon. Mehr müssen wir nicht machen. Jetzt gehen wir raus im Menü. Übrigens hier auch nochmal eine coole Sache, die ich zeigen will. Hier kann man sich auch die Voltage dann auch anzeigen lassen, aber wir wollen hier hin. Hier können wir zunächst die Kanäle Ausschläge angucken. Ne? Hier links, rechts, Kanal 4. Und hier links, rechts. Ja, Kanal 2 ist hoch runter. Also Kanal hoch runter. Links und rechts ist 4. Und ihr seht, wenn ihr den Ausschlag anguckt, Kanal 4 geht nicht bis zum Ende. Ne? Genauso wie Kanal 2. Geht nicht bis zum Ende. Hallo, Display. Mache ich aber jetzt hier Kanal 4 und dann den Schalter. Boom. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. So, schalten wir mal das Gerät ein. So, es wird nicht die falsche Taste nehmen. So. So, jetzt sehen wir hier auch eine Spannung. Könnten wir, hier sieht man die Daten alle. Gut, wollen wir mal gucken, ob alles funktioniert. Das Wichtigste, weswegen ich das alles gemacht habe, ist das. Sie funktionieren endlich dauerhaft. So, aber die Steuerung ist ähnlich wie bei der anderen. Ne, runter. Wo leicht runter ist. Dann, ich wundere, Fahrhaus so, also Vibration. Ich habe eine Vibrationsmotor ja vor. Ganz runter ist natürlich dann durchstarten. Ja, dieser Fahrhaus wackelt ein bisschen. Weil, ne? Lenkung funktioniert auch. Wobei hier auch das Coole ist an der Fernsteuerung, wir können die
Lenkradius-Einstellung auch. Beim Moment ist ja der Servo greift so rein, dass der auf Spannung sitzt und das immer das Handy weglegen. Das haben wir in der Lautsprecher gereicht. Da ist die Schaltung eben. Hört ihr? Der Button im Gang drin. Fahren. Funktioniert natürlich alles. Hupe. Ich habe jetzt nicht das leider noch nicht dran, sonst hätten wir hier nicht Lichthupe. Ne, also die Funktion hier wäre hier ist Schalter. Ne? So. Jetzt kommen wir aber zu diesem Schalter. Wir können den Motor so einfach ausmachen mit dieser Fernsteuerung, indem wir jetzt kommt das Schalterspiel so machen. Und dann. Motor aus. Um den wieder zu starten, machen wir das nochmal. Der Schalter muss auch umgelegt sein. Dreimal Piep, vorglühen. Und dann starten wir. Ah ne. Da muss man ein bisschen drauf achten. Ich muss den Schalter natürlich wieder zurück machen. Und dann geht das erst wieder. Das Fahrhaus. Muss ich euch doch nochmal runterholen. Und zwar geht es ja darum, wenn wir lenken, wollen wir auch blinken. Ne? Und damit das auch passiert, müssen wir einmal runter, dann lenken. Die sind jetzt noch verkehrt rum, weil der Servo auf dem Kopf steht und ich den Reverse habe, den Servo. Aber der MFC versteht das nicht, dass der Kanal Reverse ist. Sprich, wenn ich rechts lenke, blinkt er links. Ne? Also. Oh ne, dann macht es doch jetzt auf einmal richtig. Also ich quatsche jetzt mal eben hier über das Video drüber. Er hat es vorher nicht gemacht, er hat es verkehrt rum gemacht, aber nach dem Anlernen, also der MFC neu anlernen, funktioniert jetzt alles. Also definitiv erst Fernsteuerung programmieren, dann anlernen. Dann funktioniert auch alles. Für die Warnblinker müssen wir dann wieder den Schalter betätigen. Einmal hoch. Nö. Haben wir den jetzt unten den Schalter, können wir, wenn wir den rechten Stick nach unten bewegen, das Licht einschalten oder durchschalten. Ne? Jetzt geht hier nur hinten eben das Licht an die Seiten Markierungsleuchten gehen an, wie man sehen kann. Weil wir vorne wird mehr angehen, aber müssen wir erstmal verbauen. Das liegt hier noch. Aber so kann man das Licht steuern. Ne? Warnblinker, Licht, alles geht. So, wir können jetzt auch noch die Hupe ändern, wir wollen normalerweise haben wir den hier wieder, ne, müssen umschalten, einmal rechts. Kinderhupe, die wollen wir nicht, also richtige Hupe. Ja, so kann man so einstellen, aber ich weiß nicht, wer die andere Hupe überhaupt nutzen möchte. Was auch cool ist, wir haben in dem Sinne eine Kupplung hier drin, also normalerweise bewegen wir den Stick. Ne? Fährt der vorwärts und rückwärts, ne? Halten wir jetzt aber den rechten Stick, also Schalter ist umgelegt. Ihr merkt, der Schalter ist wichtig. Halten wir jetzt nach unten. Kann Vollgas gehen. Lassen wir den los. Können wir Burnout machen. Also. Das kann man auch benutzen, um zum Beispiel, wenn man die Kippfunktion ausführt, zu simulieren, dass der Motor hochdreht. Könnte man. Um dann die finale Sache, nicht die Hebeeinheit zu benutzen, müssen wir den umlegen. Einmal nach rechts. Ich mache den dann zurück, weil sonst gehen die Warnblinker an. Könnt natürlich auch runter
erst mal Warnblinker an. Wenn ich jetzt wieder machen würde, dann würden die ausgehen, ne? Dann machen wir einen Schalter hoch und dann haben wir die Warnblinker laufen, machen wir noch Palavalampen an. Und schon läuft der. Jetzt haben wir da Hupe und keine, ne, jetzt haben wir die Hupe, machen wir den, gehen rechts rüber, machen wir den Hebeheim rein. So. Schnauze. Das war's. Das waren eigentlich alle Funktionen, die wir jetzt von der MFC ausführen können, auch jetzt mit dieser schnuckligen Fernbedienung. Also sie liegt definitiv top in der Hand. Wir haben hier oben sogar ein Gewinde, um eine Kamera zu montieren. Oder eigentlich ist das dafür da, um ein Telefon zu, also Telefonhalter zu montieren für Drohnen und so. Aber da kann man wunderbar wie so eine Kamera dran machen, sodass man, wenn man bedient, auch filmen könnte. Ha! Vor allem kostet das Ding nicht viel. Wie gesagt, 100 Euro ist man dabei. Plus 10 Euro für die Erweiterung. Wobei ich jetzt die Erweiterung jetzt noch nicht mal brauche. Also es funktioniert ja alles auch ohne diese Erweiterung. Ihr habt gesehen, funktioniert jetzt alles. Endlich. Auch mit der Fernsteuerung. Ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Cool Fernsteuerung. Die hat natürlich viel, viel, viel mehr Einstellmöglichkeiten. Also man kann auch viel mehr mit einstellen, wenn man möchte. Aber für so ein Funktionsmodell ist das wunderbar. Und für den Preis, also ich finde es völlig okay, es liegt gut in der Hand, sie sieht gut aus. Ist vielleicht auch so ein Augenblick. Man kann sogar hier die Sticks tauschen, wenn man will. Die kann man abschrauben, wenn man es möchte. Kamera kann man montieren, Telefon kann man montieren, wenn man will. Man kann Akku-Pack hinten reinbauen. Man muss, also kommen eigentlich vier AA-Batterien rein. Da könnte man ein Akku-Pack reinbauen. Man kann sie nicht laden über den USB-Port, das ist das einzige. 10 Kanäle. Hier kann man noch eine Schlaufe dran machen, um die sich am Hals zu hängen. Also für das Geld wunderbar. So, das war das. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, unterstützen zum Thema MFC03, welche Fernsteuerung man das einstellt. Jetzt aber mal zur MFC03 an sich, meine Meinung. Also, als ich mit dem Modellbau angefangen habe, war klar, ich will jetzt Sound und sonst was und MFC03 im Auge gesprungen, ja, super kaufen. Der Preis war natürlich 360 Euro kostet die MFC03 Einheit. Kostet also fast so viel wie der kostete 450 Euro. Also 100 Euro weniger als dieses ganze Modell. Ist eine Stange Geld dafür. Lohnt sich das? Ja und nein. Seid ihr die absoluten Noobs und Anfänger? Wirklich Anfänger in diesem Modellbau, Funktionsmodellbau, LKW-Modellbau. Dann holt euch MFC03. Ihr müsst nichts programmieren. Sie ist nahensicher. Ihr seht ja, mit Fernsteuerung könnt ihr alle Funktionen steuern. Sie ist nahensicher. Man kann sie einbauen. Die funktioniert einfach. Bei den Modulen von den anderen Anbietern, Bayer, Servonaut etc. pp., muss man sehr viel, ich will nicht sagen sehr viel denken, man muss da Sachen programmieren, Sounds einspielen, die Verkabelung und so. Es ist nicht Plug and Play 100%, man muss sich da reinarbeiten. Aber wenn man sich da reinarbeitet, ist dieses auch viel, viel, viel besser. Man muss sagen, MFC03, ich weiß nicht, wann sie rauskommen ist, 10 Jahre oder wann es her ist, ist hoffnungslos veraltet und eigentlich überteuert. Mittlerweile die aktuellen Multifunktionseinheiten von anderen Herstellern, die haben Bluetooth und solche Dinge. Zum Beispiel werden dann die Signale zum Trailer über Bluetooth
gesendet und nicht wie bei der MFC03 über Infrarot oder über ein festes Kabel, weil festes Kabel wäre eigentlich auch realistischer als nichts zwischen den Fahrzeugen. Sie ist einfach hoffnungsveraltet und überteuert. Also seid ihr wirklich die Anfänger, kauft euch die ruhig, auch wenn sie schweineteuer ist. Es funktioniert alles, weil auch in den Anleitungen nämlich ist auch für die MFC hier alles beschrieben, welche Lampe wo wie was hinkommt, wo in dem Modell was wie hinkommt. Also für die absoluten Anfänger ist diese Funktionseinheit wirklich sehr gut, weil ihr könnt da keine Fehler mitmachen und sie funktioniert einfach. Für Leute, die mehr Anspruch haben, technisch weiter reindenken wollen und basteln wollen, oder vielleicht schon mal länger dran sind, zum Beispiel jetzt würde ich mit meinem Stand jetzt mit den Modellen anderthalb Jahre später, würde ich mir die MFC03 nicht mehr kaufen, sondern würde wirklich lieber Bayer oder Servonaut oder was auch immer Module kaufen. Aber diese MFCs kosten auch 200 bis 300 Euro. Und mal eben zu sagen, ich schmeiße einen 400 Euro MFC raus, um einen anderen 400 Euro MFC einzubauen. Nein. Nein. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen zum Thema MFC03. Ja. Könnt ihr mal selber runterschreiben, wie eure Meinung dazu ist. Ich denke mal, die meisten haben mit dieser Multifunktionseinheit angefangen, wenn sie mit Modellbau oder LKW-Modell angefangen haben. Schreibt mal unten rein, was wäre eure Empfehlung? Was würdet ihr heute kaufen? Schreibt mal rein, das würde mir auch helfen, weil irgendwann werde ich vielleicht doch upgraden oder noch einen LKW dann holen, wo ich dann was anderes hier einbauen möchte. Schreibt mal unten rein, würde mich interessieren. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das geholfen.